Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in Peowanne, wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Hier auf Nekataka, dieser Tempel hier am äußersten Zipfel. Hier haben wir einen Ettin und seine Xorib-Gefolgschaft ausgelöscht und einen Händler befreit. Wenn man sich das so ansieht, liegen hier noch mehr Leute zerteilt auf den Tischen. Jedenfalls Arme, Beine und solche Teile sehen wir hier. Und angeblich ist noch ein Händler hier irgendwo gefangen. Wir haben aber auch übrigens noch eine Treppe nach unten. Wenn ich das richtig sehe, gibt es hier unten auch noch einen Weg. Also wahrscheinlich führt das hier rum. Und dann nach... Also hier oben rum, dann nach unten. Peststürmer, Wildwache, Madenmeister und eine Made. Okay. Oh, und sie haben uns entdeckt, weil ich auf die falsche Taste gedrückt habe. Nothing I can do. Können wir einen verzögerten Feuerball einfach da runterwerfen? Nein, können wir nicht. Schade. So, du fliegst in die Luft. Gut. Das war der. Und der Martenmeister, der scheint eh nichts auszuhalten. Okay. Gut. Wieder ein paar Xorribs weniger. Done ain't done. Well, if you insist. It's no trouble. Ah. Panzertruhe der großen Zuverlässigkeit. Fehlschlag in leichte Treffer umgewandelt. Genauigkeit. Geringes Handauflegen. Du hast gar nichts. Und du? Na gut. Wobei ich dir eher Eder geben würde. Mit Waffen aus dem Waffenschwerpunkt. Okay. Kriegst du das und du kriegst das. So. Oh, da ist noch was. Achso, Geld. Jede Menge Geld. Zerschlagene Kissen, zerbrochene Thron und verschiedene andere weggeworfene Gegenstände sind an der Wand bis fast unter die Decke gestemmt. Oh, Daibuosa und Feuerseetang. Und ja, Seraphin hat ja eins abgekriegt. Deswegen hat er eine klaffende Wunde. Was nicht ganz so schön ist. Und ja, es geht hier wirklich hier runter. Okay, ist der Peststürmer hier der einzige Gegner? It's no use. Stand together. I hear you. So, die bewegt du dich nochmal darüber. Au. Hau den Scheißkerl mal bitte um. So. Das sollte jetzt besser klappen. Ich
Of course. Freischalten mit Zellenschlüssel. Ah, Badima ist hier. Okay. Ein paar Stücke nicht identifizierten Fleisches liegen in einem stinkenden Brei auf dem Boden dieses Eimers. Hilfe hier drüben. Im Käfig steht eine Uana-Frau, die verschmutzte Kleidung trägt und mit zahlreichen Kratzern und Schramm übersät ist. Sie umklammert die Stangen, als du dich näherst. Du, Stell, du musst uns helfen. Diese Dinge waren bereits hier, um meine Gefährten mitzunehmen. Wer bist du? Ich bin Badima. Wir haben einen Wagen mit Vorräten. Wir sind alle drei Händler. Bitte, die Zeit ist knapp. Wie bist du hierher gekommen? Wir waren mit anderen Händlern auf der Reise, als die Xaurips angriffen. Sie haben uns von den anderen abgeschnitten und hierher verschleppt. Den Wagen, alles. Die Biester haben meine Freunde bereits aus dem Käfig geholt. Ich mag mir nicht ausmalen, was sie ihnen antun könnten. Weißt du etwas über den Ort? Ich weiß nur, dass die Xaurips von etwas anderem angeführt werden. Es spricht wie wir und aufgrund des Geräusches, das es von sich gibt, glaube ich, dass es sehr groß sein muss. Aber ich habe es nicht gesehen. Ja, ich habe mich um den Eoten gekümmert. Du darfst gehen. Dann hast du es wirklich getan, Ikea. Ich glaube nicht, dass es möglich wäre. Bitte, was ist mit den anderen? Einer von ihnen hat es geschafft. Er wartet draußen auf dich. Ich gerade möge dich erhalten. Ich schulde dir einiges. Ich habe heute schon genug verloren. Sie fährt mit dem Unterarm über ihre Stirn. Ich habe keine Waren, die ich als Dankeschön anbieten kann, da sie uns gestohlen wurden. Aber du darfst sie gerne nehmen, was du findest. Ich möchte diesen Ort hinter mir lassen und zwar schnell. Ja. Gut, das heißt, das erste Stockwerk haben wir abgeschlossen. Gucken wir mal, was es noch weiter unten gab. Bei den Xaurips sind wir ja gut losgeworden. Hier ist auch nichts mehr. Also gehen wir runter. Auf diesem Teil der Tafel gibt es eine Fassung, als ob etwas entfernt worden wäre. Ja, so wie es aussieht, kommen wir hier nicht weiter. Das ist aber die einzige Treppe. Also entweder bräuchten wir Maya oder Palegina mit genug Wahrnehmung, um dort einen Hebel zu entdecken, oder wir haben einfach Pech. Und können da noch nicht lang und kriegen da vielleicht noch eine Quest für oder sowas. Bei den Tempel können wir jederzeit wieder drin und verlassen. Das ist nämlich ein Ort und kein Encounter, so wie jetzt zum Beispiel Perikis Verdeck. Warum auch immer Verdeck? War es überhaupt Perikis Verdeck? Egal. Jedenfalls sieht es nicht so aus, als ob wir so einfach durch die Tür durchkommen. Außer ich brauche wirklich jemanden mit hoher Wahrnehmung. Das könnte ich ja hier jetzt gerade machen. Du musst auf dem Schiff segeln, um Gruppenmitglieder zu rekrutieren oder zu entlassen. Ah.
Da nutzen wir jetzt das Theoramunga zum Rasten. Oh, nebenbei, wir liegen ja in Nikataka. Du musst zur Werft in Nikataka zurückkehren. Mhm. Identifizieren. Beten. Und Reise fortsetzen. So. Das heißt, eigentlich müsste ich, wenn ich hier reingehe, hier Leute rausnehmen können. Das dürfte schon mal unseren Lohn. Ja, du willst Geld. Du und ich, oder was? Nö. Aber sie will essen. Und trinken. So ist das nämlich viel angenehmer irgendwie. Was ist mit Vorräten? Nahrungsmäßig. Bier könnte ich kaufen. Ich kann Reis kaufen. Kaufen wir mal 50 Reis. Und 50 Wasser. Reis. Wasser. Ich könnte den ganzen Schiffszwieback verkaufen, ganz ehrlich. Schiffsvorräte auffüllen brauche ich nicht. Ich will gerne den Schiffszwieback loswerden. Ach, immerhin 130, obwohl er nur Kupferpanz wert ist. So. Jetzt ist die gute Frage. Questlog. Erwartet im Feuer, verehrter Gast, ja. Oh. Ist das jetzt irgendwie ein Bug oder Absicht? Schlangenkrone. Verrückte Morena. Kopf. Handelsbedingungen, Kopfgeld. Messing-Zitadelle. Ich würde sagen, gehen wir zuerst mal gehen wir erstmal zum Kartenfuzzi, genau. Gehen wir und geben die Kartenquests ab. Jetzt werden wir uns wieder längere Zeit in den Kataka aufhalten, bis ich da alles geklärt habe. Gibt ja unter anderem mehr als genug Quests, die wir da zu erledigen haben. Also abzugeben haben. Gibt aber ja auch Quests, die wir fertig zu machen haben. Also weiterzumachen haben. Wie zum Beispiel das mit den Wasser. Formen. Welcome back, welcome back. It is a pleasure to see you once again. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. Willkommen zurück. Immer eine Freude, dich wiederzusehen. Was macht die See? Ist sie sanft? Ich hoffe doch, dass sie deine Expedition nicht verzögert. How might I assist you? Wie kann ich dir helfen? Ich habe neues Material für dein Buch. I could not have hoped for a better partner in this endeavor. Ich hätte mir keinen besseren Partner für diese Unternehmung wünschen können. Your well-deserved pay, of course. Ja. Why stop here? We're making good headway and you've certainly proven yourself.
Deine wohlverdiente Bezahlung natürlich. Warum jetzt aufhören? Wir machen gute Fortschritte und du hast dich mehr als bewiesen. 2500 Kupfer ist schon mal annehmbar, sehr viel Erfahrungspunkte. I'm sending you far out west this time. Past Port Maje, past the Wakara Reef and even the Kangati Islands. Ja. Nobody's been out that way in ages. All manner of dark stories. I'm sure you'll be fine. Ja, seit Jahren ist niemand mehr so weit draußen gewesen. Es kursierend nur ein Haufen schauriger Geschichten, aber dir wird schon nichts passieren, da bin ich mir sicher. I'll be waiting. Ich warte. Ja, gucken wir mal. Das ist hier drunter. Kartierung des Archipels Tikawara. Ich habe meine Erkundungen der Region um Tikawara herum abgeschlossen und kann jetzt mit Sansa in seinen Laden am Abendplatz in Nekataka zurückkehren, um mir meine Belohnung abzuholen. Ich habe Sansa die Informationen übermittelt, die ich über die Inseln rund um Tikawara sammeln konnte und meine Belohnung dafür verlangt. Jupp.